In 3 Tagen ist es soweit. Ambiente, Atmosphäre und Geselligkeit. Das ist Fischers Küche in Waren an der Müritz. Die kulinarische Vollendung regionaler Erzeugnisse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordkurier TV. Ein 64-jähriger Uckermerker starb am frühen Morgen auf der Landesstraße 25 bei Güstow. Er war mit dem Auto eines entgegenkommenden Pkw aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte frontal zusammengestoßen. Einer der Wagen hatte in einer Kurve einen Lkw überholt. Wie genau es zum Unfall kam, wird untersucht. Smartphone-Besitzer können mit der neuen Lokalfuchs-App auf Autojagd gehen. Der Opel-Flitzer wird unter allen Nutzern ausgelost, die sich ab Sonnabend die App auf ihr Handy laden. Mit der Lokalfuchs-Aktion will die Nordkurier Mediengruppe Händler und Dienstleister in der Region unterstützen. Landwirt ist kein gefragter Beruf unter Jugendlichen. Bei Mirko Schiebe aus Löcknitz sieht das anders aus. Er lernt in der Ramina Agrar GmbH. Und als solcher hat er gerade den Regionalausscheid Vorpommern für angehende Landwirte im 3. Lehrjahr in Torgelow gewonnen. Nun möchte er auch beim Landesausscheid Anfang Mai in Güstrow auf das Siegertreppchen. Am Samstag feiern die Schauspielstudenten des 3. Jahrgangs der Theaterakademie Vorpommern mit der Tragikkomödie Kirschgarten Premiere. Anton Tschechows Tragikkomödie ist ein echter Klassiker der Theaterliteratur. Los geht's um 19.30 Uhr im Gelben Theater Die Blechbüchse in Zinnowitz. Im Schnappschuss des Tages zeigen wir Ihnen vergängliche Meisterwerke. Moby Dick, Störtebeker und Ariel die Meerjungfrau sind ab morgen beim 4. Usedomer Sandskulpturenfestival in Ahlbeck zu sehen. Auf einer Fläche von 4000 Quadratmeter haben Künstler aus 8 Ländern unter dem Motto Maritime Abenteuer mehr als 20 Motive geschaffen. Insgesamt wurden rund 9500 Kubikmeter Spezialsand verbaut. Und hier die Wetteraussichten. Schöne Aussichten. Erleben Sie die Faszination Kenias, wilde Tiere hautnah, traumhafte Lodges und baden im Indischen Ozean mit Nordkurier-Reisen. Derzeit werden bei stark bewölktem Himmel um die 12 Grad gemessen. Nachts sinken die Werte auf 10 bis 6 Grad. Morgen erwartet uns ebenfalls ein grauer Himmel. Es werden Temperaturen um die 10 Grad erwartet. Das war's von mir und den aktuellen Themen. Weiter geht es jetzt mit einem Neubrandenburg-Spezial zur Einführung der Lokalfuchs-App. Viel Spaß beim Zusehen. In 3 Tagen ist es soweit. Ambiente, Atmosphäre und Geselligkeit. Das ist Fischers Küche in Waren an der Müritz. Die kulinarische Vollendung regionaler Erzeugnisse. Regional ist genial. Unter diesem Motto steht auch die neue Lokalfuchs-App. Mehr als 300 Unternehmen haben sich der Lokalfuchs-Kampagne bereits angeschlossen. Im Neubrandenburger Kino La Tücht konnten sie sich von der innovativen Plattform überzeugen. Heute wollen wir unsere Lokalfuchs-App vorstellen. Was bedeutet, die wird zunächst in Neubrandenburg ausgerollt. Und hier wollen wir natürlich alle unterstützen, dass der Handel wieder ein bisschen Aufschwung bekommt, indem sie dort eben Angebote einstellen können und alle Kunden in ihre Läden locken. Am 8. April geht die Lokalfuchs-App an den Start und begrüßt nicht nur mit hilfreichen Informationen rund um die Neubrandenburger Einkaufsstraße, sondern gleich mit handfesten Vorteilen. Die Lokalfuchs-App informiert tagesaktuell über exklusive Aktionen von teilnehmenden Geschäften und Unternehmen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt hier in den nächsten Jahren ein ganz starkes Netzwerk bilden, um den Herausforderungen der Digitalisierung gemeinsam ein bisschen zu trotzen. Denn das Thema läuft, der Handel, der stationäre Handel ist unter Druck, ist in Gefahr durch internationale Player, die im E-Commerce alles abräumen. Und ich glaube, die Zeit der Einzelkämpfer, die ist abgelaufen oder sie läuft gerade ab. Und jetzt müssen sich viele zusammentun. Wer den lokalen Handel unterstützt, investiert in die eigene Zukunft. Nachhaltigkeit ist gefragt, Unternehmer finden die Idee gut. Bestes Beispiel Sandra Granzo, sie ist Geschäftsführerin der Kaffeeküche. Also ich nutze die, um regelmäßig Angebote reinzustellen, um flexibel zu reagieren, um vielleicht schnell zum Feierabend die Tagessuppe nochmal rauszuschieben, damit sie nicht im Müll landet.
Ist ein Lieblingsangebot ausgewählt, wie zum Beispiel das der Kaffeeküche, einfach in den jeweiligen Laden gehen, mit dem Handy den QR-Code des Lokalfuchspartners scannen, an der Kasse das Display mit dem eingelösten Angebot zeigen und profitieren. Shops und Anbieter können direkt über die App bewertet werden, ein Routenplaner weist den Weg und für gute Laune beim Bummeln durch die Stadt sorgt der Livestream von Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt ein Frontend, das ist die App, die ein Enduser runterladen kann. Das sind die Leute, die in der Stadt rumrennen und ein Geschäft finden wollen. Und dann gibt es ein Backend, wo die Händler ihre Angebote einstellen können und wo der Händler an sich eingestellt werden kann, mit seinem Laden, mit seinen Filialen. Und an der Stelle kann er dann anfangen und kann auch seine Coupons einstellen, seine Angebote einstellen, die er dann ad hoc dem Endanwender, also demjenigen, der die App runterlädt, dann direkt zuspielen kann. Der Lokalfuchs unterstreicht die Bedeutung des Einzelhandels vor Ort, ohne den Städte und Gemeinden weit weniger attraktiv wären. Eine Region ohne regionale Wirtschaft ist wie ein Auto ohne Sprit, wie ein Körper ohne Energie. Es läuft nichts mehr. Um das zu verhindern, stärkt die Initiative Lokalfuchs Regional ist genial zukünftig alle Unternehmen im Gebiet der Nordkorea-Mediengruppe und wirbt für bewusstere Einkaufsentscheidungen vor der eigenen Haustür.